die Bio-Heuregion Drammen-Seenland ist ein Gemeinschaftsprojekt von 240 Biobauern aus Manseland, Mattigtal und Salzburger Seenland, um einerseits die Biolandwirtschaft zu fördern, die traditionelle Heuwirtschaft zu erhalten, aber das Gebiet zu einer Bioregion zu entwickeln. Und das geht dann natürlich über die Landwirtschaft aus, also umfasst alle Bereiche, was Nachhaltigkeit sozusagen heute beschrieben wird. Und wie bringt man das am besten um an die Bevölkerung? Am leichtesten geht das anhand von Beispielen und verschiedenen Themen direkt aus der Region. Und dazu haben wir natürlich überlegt, wie transportieren wir das am besten. Und das geht eben mit einem Medienpartner, wie zum Beispiel die Zeitung, die Salzburger Nachrichten. Das überhaupt ermöglicht worden ist, war die Liederregion Salzburger Seenland der Fördergeber, weil es natürlich eine Querschnittsthemen in der Form am besten transportieren können. Und dazu mit der Unterstützung von Partnern, Sponsoren aus der Region, denen die nachhaltige Wirtschaftsweise wichtig ist. Für uns war es klar, dass das über einen längeren Zeitraum laufen muss, damit das eine dementsprechende Wirksamkeit hat. Das war natürlich idealer Fall, da man wöchentlich ein neues Thema aufgreifen kann. Und wir haben da Personen gefunden, die auch bereit waren, dass sie sich persönlich zu dem Thema äußern und herstehen. Und die Wirksamkeit hat uns eigentlich selbst überrascht. Es ist ständig aufwärts gegangen mit den Zugriffen. Wir merken es am besten in der Homepage. Aber auch die verschiedenen Protagonisten haben das gemerkt an den Rückmeldungen in ihrem Umfeld. Auch die Betriebe dazu. Und in Summe hat sich das Projekt eigentlich großartig entwickelt. Wir haben die Reaktionen ja dann nicht nur aus unserer Region, sondern aus ganz Österreich und darüber hinaus gehabt. Nachdem die Zeitungsserie ausgelaufen ist, war natürlich unsere Überlegung, wie man Nachhaltigkeit oder nachhaltige Wirkung weiter erhalten kann. Wir haben alle Beiträge zusammengefasst in einem eigenen Magazin, wo sich die einzelnen Personen nur sozusagen einen Einblick zur Verfügung gestellt haben. Und das ergänzt natürlich als Besonderheit in einer Rezeptsammlung, weil das einfach dann das Magazin um das wertvoller macht. Es bleibt dann natürlich im Haushalt liegen, weil natürlich so eine Zusammenstellung für alle, gerade heutzutage, die was mit Kochen und Essen zu tun haben, Nachschlagewerk ist, wo sie gern zurückgreifen. Die Personen haben natürlich gewisse Vorlieben, eine bunte Mischung sozusagen aus, was sie gern kaufen. Und da spielt natürlich die Regionalität eine große Rolle. Wenn man schon einkauft, will man natürlich beste Qualität haben. Da kauft man regional, da kauft man dann Bio und natürlich von Bauern oder Vorwettern, wo man Bezug hat. Und dann schmeckt natürlich das Essen nicht mehr so gut. Ja, das Angebot weist natürlich auf das hin, da in unserer Region vieles ab Hof oder im direkten Umfeld angeboten wird. Wenn man eine Region erhalten will, dann braucht man auch Leute, die was das tun, die was arbeiten da. Aber im Gegenzug haben wir den Gegenwert dann mit hervorragenden Produkten. Und da kann eigentlich jeder auf das Angebot zurückgreifen und da wirklich genießen. Der Karl Franz ist mein ehemaliger Nachbar und dadurch, dass ich auch mal Heilkönigin war, hat er, und wir jetzt mitten in der Bio-Heuregion leben, hat er mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, ob ich da mitmachen möchte. Vorher habe ich gemeint, wieso mich? Also, ich bin doch nur eine ganz normale Bäuerin, die was halt versucht, ihre Produkte ein bisschen zu vermarkten. Und genau das hat er gemeint, ist wichtig, dass die Leute sehen, dass der Bauer produziert, wie der Bauer produziert und was er produziert. Wir haben ein irrsinnig gutes Feedback zurückgekriegt. Also die Einkäufer, die was uns schon gekannt haben, waren alle ganz fasziniert, dass man das in der Zeitung auch darüber lesen hat können. Und es sind natürlich viele neue dazu gekommen, die was das ausprobieren wollten, weil es auch viele nicht wissen, dass man oft ab Hof bei Bauern einkaufen kann. Mit dem Rezept habe ich mir ein Brot ausgedacht, weil ich irrsinnig gern Brot backen tue. Man kann auch bei uns im Hofladen ein Brot kaufen und habe die Frühstückswecker gemacht, weil die einfach irrsinnig praktisch sind. Wenn man kein Brot zu Hause hat, ist schnell was mit den Produkten, was man daheim hat, eins gemacht. Und das Titelbild war sehr spannend, weil mich jeder kennt hat. Also jeder gleich, du warst doch gerade in der Zeitung. Und ich nicht gemeint habe, dass so eine Rückmeldung kommt. Die Salzburger Nachrichten unterstützen sehr gerne Initiativen, die auf Nachhaltigkeit setzen.
Und ich selbst bin seit 27 Jahren schon bei der Zeitung und habe das überhaupt noch nie erlebt, dass wir eine Region so lange und so intensiv und mit so vielen schönen Details auch präsentieren konnten. Immerhin ein gesamtes Jahr war die Region Salzburger Seenland in den Salzburger Nachrichten präsent. Nicht nur in Salzburg, sondern auch in ganz Österreich. Unser direkter Ansprechpartner war Herr Ernst Wasner, der hier so als Transmissionsriemen zu den vielen Initiativen, die es in dieser Region gibt, fungiert hat. Und so konnten wir eine schöne Serie zusammenstellen für Leser in ganz Österreich und mit diesem Hochglanzmagazin, glaube ich, einen sehr krönenden Abschluss finden. Auch das Magazin soll natürlich nachhaltig sein. Das heißt, wir werden es künftig auch elektronisch zur Verfügung stellen auf der Homepage der Salzburger Nachrichten. Und natürlich kann man sich in der Bio-Heu-Region auch melden und dort auf der Homepage die Inhalte noch einmal abrufen.